Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Vizewissenta Actions. So, ich habe ein bisschen gefuttert. Ich habe mich hier jetzt so lange an diesen scheiß Lotusblüten hochgefuttert, bis ich keinen Bock mehr hatte. Und das war ungefähr bei Level 50. Das geht jetzt lang so arschlangsam, wenn man es halt hier schaut. Das dauert immer mehr und mehr und mehr. Deswegen, wie ich gesagt habe, ich level mich jetzt bei 50 hoch. Wir konnten ja hier auch bis 50 an dem Teil verzaubern, wenn ich mal die Axt rein tue. Und ich habe dann ein Schwert verzaubert gehabt. Und ich hatte Glück gehabt, dass ich Knowledge of the Ages bekommen habe. Und dann habe ich einen ganz, ganz einfachen Trick gemacht. Ich habe jetzt hier nochmal mein Schwert verzaubert mit Unbreaking 14, Knowledge of the Ages 5, Sharpness 11 und Soulbound. Ich habe dann einfach einen ganzen schönen Trick verwendet, wie ich schon gerade eben gesagt hatte. Wir haben ja, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge, keine Ahnung, wann das war, habe ich mir ja hier ein paar Kühe und alles rangeholt. Die habe ich dann mal wieder gefuttert und dann zack, 4 Level. Und das habe ich immer so weitergemacht. Bis ich irgendwann auf 100 war und habe dann immer weiter verzaubert. Das ist. Es kam jetzt einiges bei rum. So, ich habe mir jetzt eine komplette Rüstung verzaubert, eine komplette Eisenrüstung. Ich habe so einen Helm Protection 10, Occult Aversion 3, keine Ahnung, Unbreaking 13 und Berserker's Fury 2, keine Ahnung, was Berserker's Fury ist. Protection 10, Icy Fawns habe ich hier, Unbreaking 11, Protection 9, Soulbound, Occult Aversion. Und worauf ich richtig stolz bin, worauf. Was ich sagen muss, wo ich richtig Glück gehabt hatte, ich habe meinen Hammer verzaubert mit Effizienz 11, Fortune 5, Unbreaking 13 und Soulbound. Wir haben ja jetzt. Ey, komm zurück. Wir haben jetzt hier, was haben wir Feines? Nehmen wir mal hier Redstone. Ich mache mal einen kleinen Vergleich. Ich habe hier noch so einen schön angebrochenen Emerald Hammer. Haben wir jetzt 43 rausbekommen. So. Da tue ich dann mal gerade hier bei. Jetzt machen wir das mit dem Fortune Hammer. Über den Stack. Ich glaube, man sieht schon, warum ich so froh darüber bin, dass wir jetzt Fortune 5 haben. Ja. Auf jeden Fall. Ich habe mir vorgenommen, heute würde ich den Cookofen bauen. Warum will ich einen Kochofen haben? Damit wir mal ordentliche Möglichkeit haben für Charcoal. Und weil wir auch Kohlekoch brauchen. Charcoal kriegen wir, glaube ich, so nicht über den Ofen. Genau, das müssen wir, wenn, über den Kochofen machen. Wir könnten es über den Proof-Kochofen machen, aber. So weit sind wir dann doch noch nicht. Ich glaube, der Machine Controller ist der Knackpunkt. Müssen wir schon Zirkel haben und alles. Deswegen, Kochofen. Für eine Kochofen-Bricks brauchen wir Kochofen. Ofen Brick. Wow. Und dafür müssen wir entweder Compressed Coke Clay nehmen, was wir nicht machen können, oder wir machen es wie in der letzten Folge. Glaube ich, das wir gemacht haben, ist es schon ein bisschen länger her. Clay ins Feuer werfen. Und das habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. So, dann machen wir einfach mal. So. Und so. 24 Cookofen Bricks haben wir. Wo haben wir das jetzt? Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Dann brauchen wir 4 Iron Plates und eine Wrench. Wrench und die Iron Plates. Zack, haben wir. Und wir brauchen noch einen Cookofen Hatch. So, jetzt haben wir irgendwo eine Quest abgeschlossen. Hier. Weil wir bekommen schon sofort einen Block of Coal Coke. Und wir können den Improved anfangen, aber. Nee, danke. Noch nicht. So, jetzt muss ich nur gucken, wo ich den hinpacke. Ich bin am Überlegen, ob ich den dann einfach hier neben packe. Steht der halt was scheiße, aber naja. 1, 2, 3. Zack. Zack.
jetzt echt zu wenig gemacht. Wow. Also nochmal 8 Stück oder habe ich jetzt. Nö, ich habe echt zu wenig. Ja, gut. Aber das haben wir jetzt auch schnell erledigt. Reingeworfen. Einmal warten. Gerade sieht man es relativ gut, wenn es fertig ist. So. Einmal und zweimal. Und wir haben den Kochofen. Nice. Das heißt jetzt einfach nur im Klartext, wir nehmen jetzt hier ein bisschen Holz. Rubberwood sollte gehen. Ich nehme aber vorsichtig, habe ich schon mal Oakwood mit. Aber das geht. So, jetzt haben wir hier schon mal eine Möglichkeit, an Charcoal ranzukommen. Kriegen dabei auch noch ein bisschen Creosote-Öl, was gar nicht mal so schlecht ist. Und wir müssen hier weitermachen. So, das mache ich jetzt auf jeden Fall mal gerade weg. Denn wir wollen die Steam-Maschinen haben. Was wollen wir denn da haben? Wir haben den Small Steam Coal Boiler. Das ist schon mal ganz nett. Steam Solar Boiler könnte man mal machen, aber pff, nee. Lava Boiler auch nicht wirklich. Wir wollen den Steam Extractor. Wollen wir den? Wir machen nochmal anders. Wir haben ja hier vorgegeben, was wir machen wollen. Einen Steam Kompressor. Einen Steam Alloy Smelter auf jeden Fall. Steam Forgehammer. Okay, wir wollen einen Steam Extractor. Und wir wollen einen Steam Macerator. So, möge der Spaß beginnen. Wir brauchen erstmal Bronzehüllen. Wir machen mal jetzt ganz einfach. Eine. Zwei. Drei. Vier. Das heißt, wir brauchen. Sechs mal vier. Sind 24. Die haben wir. Und wir brauchen noch ein bisschen Brass, das reicht für drei Platten. Wir brauchen dann noch 5, also noch 10 Copper. Moment, dann mache ich es so. Wie viel Instrumentum ist da drauf? 4. Also 15, 15. Dann brauchen wir noch 5 Sticks. Ja, ich glaube, das könnte jetzt ein bisschen lustig werden heute mal. So, Block of Coal gucken da rein. Eis brauchen wir. Oh, jetzt habe ich auch eben unsere Eimer gecraftet. Müssen die mal ganz kurz herhalten. Machen wir so. Fangen an zu blubbern. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, 1, 2, 3, 4, 5. Und 1, 2, 3, 4, 5. Sehr schön. Zwei haben wir jetzt über, das ist klar. Dann nehmen wir hier unseren angebrochenen Emerald Hammer. Double Brass. Brassplate. So. Dann war das jetzt hier die Bronzehülle. So, da bin ich wieder. Hatte kurz an der Tür geklingelt, da musste ich mal hingehen, weil ich mal ein wichtiges Paket erwarte. So. Das können wir jetzt auf jeden Fall gerade wegtun. Irgendeiner hatte jetzt noch ein anderes. Genau, hier das. Brick Bronze Hill.
Brauchen wir eins. Brauchen wir nur einmal, okay. So, und dann die Bricks. Das haben wir dann auch relativ schnell erledigt. Ich wollte schon gerade gesagt haben. Den Bug gab es aber schon, als ich damals das Pack schon mal alleine gespielt hatte, beziehungsweise im Stream. Alleine spielen tue ich es ja jetzt auch. Nicht den Hapa. So. Ich würde sagen, wir machen als erstes den Aloy-Smelter. Der ist sogar sehr, 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 sehr wichtig. Ich gehe mal gerade durch, wie viele Bricks wir da brauchen. Ja, für alles. Nur zwei. Okay. Haben wir. Und er will Small Bronze Pipes. Da mache ich einfach noch mal ein paar. So. Und dann die Small Bronze Pipes. Da braucht man noch eine Feile. So. Vier. Acht. Hat man noch? Ja, wir hatten noch, aber nicht genug. So, aber für den Steam Alloy Smelter sollte das reichen. Den haben wir fertig. Den platziere ich dann auch. Ich tue mal einen Wasser wieder hier hin. Ja, ich platziere den jetzt einfach mal hier hin. Den können wir ja immer wieder abbauen. Aber es ist immer super, dass wir einen Alloy-Smelter haben. Da bekommen wir Pulsating Iron Ingots. Wow. Ja, das war was, was wir gut brauchen können. Da ist. Kann ich Item Conduits machen? Ja, kann ich. Moment. Binder. Das geht. Ich kann Item Conduits machen. Ich kann gar nicht glauben, aber ich kann schon Item Conduits machen. Das ist super für die Automatisierung von dem hier. Schon 19 Charcoal. Kann man hier Tiny Charcoal machen? Nö. So, den Erleuchter können wir rausnehmen. Der Steam Macerator, der will zwei Pistons. Redstone haben wir quasi. So, zack und zack. Dann brauchen wir ein wenig Eisen. Gehen mal durch die vier Pisten, die wir brauchen. Zwei, drei, vier, sechs. Dann nochmal sechs Redstone. Achtzehn Holz und einfach ein wenig Cobblestone. Machen wir so. So, Pisten. Zack, sechs Stück. Das kann zurück hier rein. Der Steam Kompressor, der braucht auch nochmal Small Bronze Pipes. Das heißt, ich muss noch einmal das Rezept gerade machen. So. Zack und zack. So. So. Und wir haben den Steam-Kompressor. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, können wir den Steam-Kompressor auch. Ja, das sieht gut aus. Das sieht sogar sehr, sehr gut aus. Machen wir anders. Nein, das ist über den Forge-Hammer. Na gut, dann haben wir eben schon mal den Steam-Kompressor. Den können wir aber auch schon mal platzieren. Und mir fällt gerade was ein. Ich muss die einen Block hoch platzieren. Da, 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 da.
Erstmal, was kriegen wir hierfür? 4 Iron Screws. Das ist auch schon mal nett. Jetzt muss ich mal gerade mal ganz kurz schauen. Ah, okay. Nee, da muss ich das nicht machen. Also kann ich mit der Wrench jetzt einfach. Genau, da machen wir das so. Der braucht das nicht. So, der Steam Forge. Ach du Scheiße. Der will schon mal einen Anvil haben. Moment. Ein Anvil war wie viel? Das war 3 Blöcke plus 4, also 27. Plus 4. So, 3 Blöcke. Dann braucht er aber noch ein bisschen Lava. Und ich muss bald schon wieder Iron nachproduzieren. Ich merke das schon. So, das war mir jetzt gerade mal egal. Dann machen wir einfach schon mal mit der nächsten Maschine weiter, dem Steam Macerator. Das sind wieder Bronze Pipes. So. Warum nimmt er mir den Dynamo? Mann! Da! 2 Flint jetzt noch. Habe ich noch Gravel hier? Ja, da drüben habe ich aber auch noch bestimmt. Ich habe nämlich jetzt eben nochmal hier wieder was angeschmissen, damit ich noch was ranbekomme. Weil Clay war ja ein bisschen arg wenig geworden. So. Sehr schön. Die Würmer packe ich jetzt mal mit hier rein. Zwei Flint. Dann sollte es halt schon gewesen sein. Jawohl. Steam Macerator. Dafür bekommen wir doch bestimmt auch was. Lässt das. Brauchen wir für Illumination Powder? Interessiert uns jetzt eher noch weniger. Aber wir können dann auch den schon mal platzieren und hier hoch machen. Jetzt brauchen wir nur noch den Extractor und den Forge Hammer. So, der hat auch schon wieder Charcoal produziert. Das geht ja langsam gut voran. Versuche ich mir zumindest einzureden. Wieso habe ich jetzt den Pot hier drin? Wir könnten dann auch schon mal langsam die Pipes vorbereiten. Da würde ich nämlich die Medium Bronze Pipes nehmen. Ich glaube, ich kann mal so machen, dass ich hier alles mache. Oder will ich. Ich nehme dann doch erstmal die Small. Mache ich noch zweimal das Rezept hier. Das und das. Ich meine, ich kann später immer noch upgraden, aber momentan. Ist es halt ein bisschen blöd mit den Maschinen hier, beziehungsweise mit dem Bronze herzustellen,
Aber da wir jetzt gleich den Aloy-Smelter bedienen können, können wir auch uns ganz, ganz einfach was machen. Kann ich einfach schon mal anschmeißen. So, Charcoal rein, Steam Aloy-Smelter 1 und 2, lass mal den hochheizen. Das dauert jetzt einen Moment. Das dauert sogar einen ganz guten Moment. Weil hier haben wir jetzt den Tank für Steam und hier der für Hitze, aber da passiert nicht. Doch, da fängt langsam an. Ja. Was ich mir jetzt noch vorgenommen habe, wir haben ja hier noch so eine. Wo ist? Hier eine Tungsten Steel Drum. Da wir jetzt einiges an Kryozot bekommen werden und so wollte ich das auf jeden Fall. Ach, da gibt das schon sofort aus. Da können wir den einfach durchlaufen lassen. Dann fülle ich hier mal ein halbes Deck Holz nach. Ich habe irgendwie so ein bisschen Sorge, der gleich drüben Peng macht. Oh naja. So, einen Iron Block haben wir fertig. Der nächste ist ja gleich auch schon durch. Das sind nämlich jetzt die letzten drei Ingots. Dann können wir nämlich noch den Anvil machen. Dann haben wir das nämlich auch schon hinter uns. Dann habe ich mal alle Steam-Maschinen. Und ich kann mich in der nächsten Folge darauf konzentrieren, den Blast Furnace zu kriegen, der nämlich ein bisschen widerlicher ist, weil der Firebricks will. Und Firebrick ist Compressed Fire Clay. Was wiederum Brick Dust und Clay das ist. Ja. Mache ich einfach schon mal. So, eins und zwei. Dafür. Dafür. Müssen wir da irgendwie was beachten. Drei. Neun. Sieben. Acht. Acht. Okay. Ja. Und wenn wir den dann haben, dann werde ich erstmal eine große Menge Steel machen. Dann werde ich einen Steelhammer machen, verzaubern und dann geht die Luzi ab. Da geht die Luzi aber richtig ab. Da geht die so etwas von ab. Dann farme ich mir erstmal den Arsch hoch bis zum geht nicht mehr. So. Steam. Können wir den machen? Okay, wir brauchen noch ein paar Pipes. Ja, gut, dass wir jetzt quasi alles an Bronze hatten, schon zu Platten gemacht haben. Ich weiß schon, warum ich so eine große Menge gemacht habe. Ich kenne Gregtech mittlerweile. So, Steam Forge Hammer. Und es ist genau eine Pipe zu wenig. Dann mache ich jetzt also einfach mal Trick 748,34. Ah, wir produzieren schon Steam. So, das war Trick 748,34. Und den Steam Extractor machen wir jetzt auch nochmal schnell. Und wir haben alle Steam-Maschinen und noch zwei Bronze über. Also habe ich ja relativ gut abgeschätzt. So. Ich bin aber, wie ihr mittlerweile schon mitbekommen habt, ja ein bisschen paranoid. Deswegen mache ich schon direkt einen Eimer mit Wasser wieder parat da rein. Weil ich wirklich keinen Bock habe, dass mir hier irgendwas um die Ohren fliegt. So. Das heißt, das kann weg, das kann weg. Was bekommen wir jetzt hier noch? Für den Steam Extractor bekommen wir nochmal Bricks Bra. Brick Bronzehüllen und einen Gourmet Beef Burger. Ui. Und wir bekommen Präkantatio Viscrystals. Ist auch ganz nett. So.
Was machen wir jetzt? Auf gut Deutsch gesagt, einfach nur Däumchen drehen. Mehr können wir halt gerade wirklich nicht wirklich machen. Wir müssen nämlich jetzt warten, bis wir nochmal ein bisschen was Bronze produziert haben. Und dann hier wirklich mit dem Clay das und alles fertig machen. Clay das machten wir. Könnten wir so schon mal was anfangen mit dem Mortar. Brick das können wir auch machen, so ist es jetzt nicht. Genau, bloß halt für die Firebricks. Da müssen wir das ja einmal zusammenmixen im Kompressor. Ja. Gehen wir einfach mal gerade ganz schnell durch. Hier brauchen wir 4. Pro Block brauchen wir 4. Das sind 9, also 36. 4 mal 8 sind 32, sind. Was habe ich jetzt eben? Dann dürften das jetzt 68 sein. Nochmal. Das ist lustig. Das wird richtig, richtig lustig. Also zwei Stacks müssten das sein. Ja, zwei Stacks plus 4. Also 100. 32. Da kommt doch schon Freude auf. Den Gummibeefburger würde ich sagen, den Deutschen nicht essen. Der esse ich mal lieber hier so ein bisschen Kung Pao Chicken. Gibt das? War auch schon relativ gut. War nur gutes Essen hier. Naja. Auf jeden Fall. Ich werde offscreen nochmal den Blast für eine Zeit vorbereiten und dann sehen wir uns, glaube ich, dann schon in der nächsten Folge. Ich werde es dann so machen, dass ich mit euch den Blast für das aufbauen werde. Dann einmal kurz Stil produzieren für den Steel Hammer. Für den hier. Und dann gehe ich, wie gesagt, ganz, 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 ganz groß meinen. Trifft sich nämlich sehr gut, weil ich heute Abend noch auf der LAN-Party bin und dann kann ich mal ganz gut farmen. Was wir aber doch gerade machen können, bevor ich das vergesse. Ich hätte gerne noch einen Zettel. 1, 2. 1, 2, 3. Habe ich hier noch Wolle? Jawohl. Ein Set. Tschö. Das war auch eine Quest. Tatsache. Zwei Level. Nice. Das ist ein Handypack. Was brauchen wir da? Okay. Ne, auf jeden Fall. Den werde ich mir aufs Screen auch noch ein bisschen upgraden. Jetzt haben wir ja Zugang zu dem ersten Erze Vermisch-Aloy-System. Keine Ahnung, was das gerade für ein Satz war. Auf jeden Fall. Der ist voll. Ja, dann bedanke ich mich heute auf jeden Fall wieder fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wieder bei einer der nächsten Folgen. Ich brauche, wie gesagt, den Blastfundus vor und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein und tschüss!